Ja, hallo Dieter, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders, um mit dir dieses Interview zu führen, weil ich einfach merke, wie viel Spaß dir das Malen macht. Und vielleicht können wir den einen oder anderen ja auch noch begeistern, mitzumalen oder zum Malen anzufangen. Dieter, wie bist du zum Malen gekommen? Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich bin zum Malen gekommen aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes, in dem als Teil einer Therapie auch das Malen war. Hauptsächlich das emotionale Malen. Und das war für mich erstaunlich, weil ich immer gesagt bekommen habe, das kannst du nicht. Ich habe das auch selber gesehen. Ich habe dann mit 50 Jahren noch Strichmännchen gemalt. Das heißt also nicht als Kind schon angefangen, sondern eigentlich mit 60 Jahren. Ja, das kann ich sehr gut verstehen, weil jedes Bild ja auch was mit einem macht. Wenn man ein Bild malt, dann ist das ein ganz persönlicher Prozess und gerade dieses emotionale Malen kann ja auch viele Anspannungen lösen, viele Blockaden lösen und es ist einfach immer total interessant, was passiert. Man weiß es ja vorher gar nicht. Man fängt an und dann ist das wie so ein Vulkan, der ausbricht und man ist total emotional und ja, die Bilder bringen total viel zum Ausdruck. Dieter, was bedeutet das Malen für dich? Ich glaube, dass es zwei große Bereiche oder dass es für mich zwei große Bereiche in der Malerei gibt. Es ist einmal das Emotionale. Das ist eigentlich, was von innen herauskommt. Und gerade an meinem letzten Bild, was ich gemalt habe, das ist in 2 Stunden entstanden und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was daraus wird. Und es hängt jetzt bei uns in der Wohnung und es ist das Bild, was meiner Frau am besten gefällt. Ich kann keinen Baum malen. Das sieht man auch in einem emotionalen Bild. Ich kann kein Gesicht malen. Und das ist der nächste Schritt, zu sagen, was kommt jetzt? Das kann ich einigermaßen oder ich glaube es, dass ich das kann. Und jetzt will ich was Neues entdecken. Und das neue Entdecken war dann zu sagen, ich möchte lernen, einen Baum zu malen, ein Haus zu malen, ein Gesicht zu malen. Würdest du auch sagen, Dieter, dass jeder malen und zeichnen lernen kann? Ja, selbst in der Malschule sagen welche zu den Bildern, die ich gemalt habe, das kann ich nicht. Und ich glaube, das kann jeder. Malen ist als allererstes zu 70%, 75% lernen, so wie man einen Beruf lernt. Ich, der mit 60 noch Strichmännchen gemalt habe, konnte ich plötzlich einen Ast malen, ich konnte eine Zwiebel malen. Also kann man es lernen. Und wenn ich es als vollkommen Unbegabter hingekriegt habe, dann kann das jeder auch. Was bedeutet das Malen in der Gruppe für dich? Das finde ich belebend. In der Gruppe kriegst du so viel Rückmeldungen, dass das einfach, ja, es ist befriedigend. Schafft innere Ruhe, es schafft Freude in einem und es fördert die Lust am Malen und am Zeichnen. Was ich beim Malen in der Gruppe immer so merke, dass der Austausch so toll ist, dass jeder so von dem anderen lernen kann oder jeder bei dem anderen eine Idee, auch eine Anregung findet und diesen Entwicklungsschritt begleiten kann. Also das macht mir einfach große Freude, da jeden zu unterstützen und seinen inneren Ausdruck irgendwie zum Ausdruck zu bringen und ja, auch dass es so viele Möglichkeiten gibt. Man sieht dann noch mal eine Idee und denkt, oh, das probiere ich beim nächsten Mal auch aus. Und somit ist so dieses kreative Feuer so entfacht. Und das ist einfach wunderbar zu sehen. Dieter, glaubst du daran, dass Malen Heilung bringen kann und hast du das schon mal erlebt? Auf jeden Fall. Würdest du auch sagen, dass Malen Freiheit für dich ist? Ja, gebe ich dir recht, aber nur, wenn ich es zulasse. Wo willst du hin? Was ist noch so dein Ziel beim Malen? Ich will irgendwann so weit sein, dass ich von einer Vorlage wegkomme. Ein Straßenzug, der ganz alleine bei mir in meinem Kopf entsteht. Und ich es dann schaffe, den auf das Bild, auf das Papier, auf die Leinwand zu bringen. Dieter, schön, dass du heute da warst. Herzlichen Dank. Das hat mich sehr gefreut, dass wir uns die Zeit nehmen konnten oder dass du dir die Zeit genommen hast, dieses schöne Interview zu drehen. Ja, wenn ihr noch mal Lust habt, ein neues Abenteuer anzufangen, dann kommt einfach her, besucht mich in meinem Atelier, in diesem tollen Ambiente. Wir haben einen schönen Bauerngarten.
den ihr dann mitnutzen könnt. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als durch den Garten zu gehen und dann mit dem Malen anzufangen. Ihr habt die ganze Zeit den Blick auf einen tollen Garten. Jeder Weg lohnt sich einfach. Und ihr werdet es sehen, wie schön es ist, sich zu entspannen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, an nichts denken zu müssen, sondern einfach mal abzutauchen in ein ganz besonderes Malerlebnis, in eine ganz besondere Welt hier auf dem Land. Und ich freue mich über jeden, der Lust hat, mal was Neues auszuprobieren. Ich begleite euch dabei, ich gebe euch Inspiration, Impulse und freue mich schon auf eure Kunstwerke. Wenn ihr möchtet, dann folgt mir auf Instagram unter Stefanie Taubenheim, auf YouTube unter Steffis Malwerkstatt oder auch auf meiner Webseite www.steffismalwerkstatt. Dort bekommt ihr dann immer die neuesten Infos und vielleicht habt ihr auch mal Lust, einen Online-Kurs mitzumachen. Lasst es mich einfach wissen, kontaktiert mich und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Tschüss, eure Steffi.